Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar mit dem Kapitel-Review zu One Piece Kapitel 955 mit dem wunderschönen Titel Enma. In der Cover Story sehen wir Batch und seine Familie, welche auf Dressrosa halten wollen, um Vorräte zu sammeln, was ja ziemlich Sinn macht, denn sie sind ja durch die Red Line nicht wirklich gekommen, weil ja dort eine Menge an Marineschiffen war. Also müssten sie eben auf eine andere Insel ausweichen und da ja Dressrosa in der Nähe der Red Line ist, ist dies eine Station, die wirklich sehr interessant sein könnte, denn immerhin sind König Riku und so momentan auf der Reverie, also wen werden sie dort antreffen? Und was ist denn mit dieser riesen Ruffys-Statue? Wie wird Batch darauf reagieren? Also, what the fuck is here wrong? Kommen wir aber nun zum Kapitel direkt und zwar entscheidet sich Iori, dass sie die anderen erstmal nicht sehen möchte, was irgendwie sehr, sehr komisch ist, denn wieso wollen sie sich jetzt wieder auftrennen? Sie sollen sich doch endlich mal groupen und ab nach Onigashima und einfach alle platt machen. Naja, die Szene wechselt rüber nach Kuri zum Braided Head Village, wo Kawamatsu den anderen erzählt, dass Iori noch am Leben ist und diese sind natürlich außer sich vor Freude. Sanji, der mittlerweile mal kapiert hat, dass Hiyori eben Momonosukes Schwester ist, schmeichelt sich nun bei Momonosuke ein, weil er Hiyori nun mal so heiß findet. Otoko gibt währenddessen Tengu das Nida Kitetsu zurück, welches ja irgendwie auf einmal verschwunden war. So wie es aussieht, wurde es einfach im Udon-Gefängnis eingesackt und sie haben es wieder aus dem Wärtekammer rausgeholt. Und endlich erfahren wir auch, auf wen der Tengu die letzten 20 Jahre gewartet hat. Und zwar auf niemand anderen als Hiyori und Momonosuke, um diesen beiden Odens zwei Schwerter zu geben. Das eine Schwert, welches selbst den Himmel zerteilt, ist das Amino Habakiri. Und das andere, welches selbst die Tiefen der Hölle zerteilt, ist das legendäre Enma. Beides sind wieder Shusui Königsschwerter. Wobei ich sagen muss, das Ganze enttäuscht mich sogar ein wenig. Ich meine, Oden war einer der stärksten Samurai auf Wano Kuni und er war in der Bande des Piratenkönigs. Warum hat dieser nur Königsschwerter? Naja gut, Oda wird sich schon was dabei gedacht haben. Momonosuke scheint ein wenig Angst vor den Schwertern zu haben. Deshalb möchte er, dass Tengu das Amino Habakiri erstmal behält. Und Enma übergibt er auf Hiyoris Wunsch an Zoro. Der Tengu erzählt, dass bisher nur Oden dieses Schwert zähmen konnte. Niemand davor und niemand danach. Zoro soll das Schwert testen, indem er den Baum zerteilt. Dabei zerteilt er aus Versehen die gesamte Kiste. Wir sehen, wie Zoros Arm mit Haki überzogen wird und etwas eingeschrumpelt wirkt. Zoro spricht daraufhin kurz so mit dem Schwert und sein Arm wird wieder dicker. So wie das Ganze aussieht, sie entzieht wohl das Enma irgendwie das Haki, um sich somit selber stärker zu machen. Und wenn ein Schwertkämpfer einfach zu schwach ist, könnte er daran sterben, denn das Haki entzieht letzten Endes die Lebenskraft. 3 Tage bis zum Einmarsch in Onigashima. Robin erzählt, dass die Gegner insgesamt 30.000 Mann sind. 20.000 Mann von Kaidos Bande und 10.000 Leute von Orochi. Sie selbst sind momentan nur 4.000 Mann. Und dies sieht eigentlich eher schlecht aus, dafür braucht man kein Mathematik-Genie zu sein. Na gut. Franky währenddessen ist heftig dabei, die Schiffe zusammenzuflicken, um möglichst viele Leute aufsammeln zu können. Franky behauptet dabei, hey, wir müssen so viele Schiffe reparieren, dass wir 10.000 Mann transportieren können. Und alle sagen sich so, es werden eh keine 10.000 Mann auftauchen, was soll das? Und so, ach, ihr werdet es noch sehen. Ist das vielleicht ein kleines Foreshadowing, dass in irgendeiner Form die Allianz noch deutlich mehr Männer gehört? Doch, die Frage ist, wer könnte das sein? Ich meine, ich denke mal, im Gefängnis sind nicht so viele Samurai, dass sie dann endlich auf 10.000 steigen könnten. Und ich denke auch nicht, dass plötzlich diese Strohhutflotte aufkommt, als die Allianz mit den anderen Piraten. Das wäre irgendwie seltsam, also wie wollen sie noch 6.000 Mann zusammenkriegen? Na gut. Ruffy trainiert währenddessen weiter das Rüstungshaki, welches er mittlerweile recht gut beherrscht. Er schafft es sogar, die Stahlwand zu zerbersten. Momonosuke sagt, dass er das Wort Snatchen nicht benutzen sollte und Zoro sagt daraufhin, er habe es von einem alten Mann in seinem Dorf gelernt. Möglicherweise ist damit Kushiro gemeint. Und somit wäre wieder mal die Verbindung zwischen Kushiro, dem Shimotsuki-Dorf, Zoro und Wano Kuni hergestellt. Ruffy, Otama und Chopper kommen nun auch an. Währenddessen haben die Yakuza-Bosse weitere 200 Mann zusammengesammelt. Wir nähern uns den 10.000. Ja, nicht wirklich.
Immer noch sind viele starke Samurai, wie gesagt, gefangen und es wäre natürlich besser, wenn sie diese auch bekommen. Das Problem ist nur, sie können jetzt nicht einfach dahin rennen und das Gefängnis auseinandernehmen und die Leute befreien, weil sonst würde ja letzten Endes der komplette Plan aufgedeckt werden. Naja, wir sehen auf jeden Fall einen kleinen Ninja, der ähnlich aussieht wie Shinobu, nur in männlich mit Bart, wie er halt das ganze Gefängnis beobachtet. Die Frage ist halt nur, was will der da schon ausrichten? Aber was ist denn mit Law? Law ist bisher immer noch nicht aufgetaucht. Könnte er möglicherweise in irgendeiner Form die Samurai befreien? Oder was ist mit Drake? Wir wissen ja immer noch nicht so wirklich, ob er wirklich loyal gegenüber Kaido ist oder ob er nachher die Samurai befreit und zusammen mit diesen dann eben mit bei dem Onigashima Raid mitmacht. Sind wir mal gespannt. Der Tag vor dem Einmarsch in Onigashima. Die Menschen in Wano reden über Yasui und die neuen roten Schwertscheiden. Ob die Gerüchte wahr sind oder nicht, dass sie sich Kaido stellen wollen. Die meisten können es eigentlich nicht wirklich glauben und denken, selbst wenn die neuen roten Schwertscheiden noch leben, würden sie mittlerweile nicht mehr versuchen, da Kaido zu besiegen und sowas. Ihre Wille wäre einfach gebrochen. Die Allianz macht sich aber so langsam auf den Weg nach Onigashima. Und zwar sehen wir die 7 roten Schwertscheiden, die wo bisher da sind, denn immerhin fehlt immer noch Nekomamushi, der ja versucht hat, Marco zu finden, und Denjiro bzw. wahrscheinlich Kiyoshiro, welcher irgendwie böse ist, aber in der Theorie vermutlich wahrscheinlich nicht und irgendwie einen anderen Plan im Hintergrund hat. Oh ja, der könnte die Leute aus dem Gefängnis noch befreien. Das wäre noch eine Möglichkeit. Kiyoshiro, der wahre Held, der die letzten Samurai noch befreit. Und damit steigt die Armee auf einmal auf 10.000 und Franky hatte recht. Bam, 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 bam. Gut, wir bekommen auch Pedros Grab zu Gesicht. Wanda heult. Das Komische an der Sache ist einfach nur, Carrot steht ebenfalls daneben und sie sieht aus, als würde sie grinsen. Naja, man kann jetzt das Ganze so interpretieren, dass sie mittlerweile einfach damit zurechtkommt, dass Pedro nun mal gestorben ist und jetzt einfach wirklich ran will, um Kaido zu vernichten und Pedro zu rächen und dass sie deswegen einfach nicht mehr weinen mag. Aber es gibt ja da immer noch die Theorie, dass Carrot möglicherweise der Verräter Mink ist, der die ganzen Pläne verrät. Und dazu kommen wir später nochmal. Der Tengu erzählt, dass er auch das Sandai Kitetsu hergestellt hat. Heißt also, dass die Kitetsus nicht alle von derselben Person hergestellt worden sind. Dies könnte erklären, warum sie auch verschiedene Schwertgrade haben. Er erklärt, dass sowohl Enma als auch das Wado Ichimonchi von einem und demselben Schwertschmied hergestellt worden sind. Yusaburo Shimotsuki. Vor über 50 Jahren floh dieser illegal aus Wano Kuni. Die Frage ist nur, wohin? Vielleicht in den East Blue? Dort gründete er ein Dorf, welches er nach sich selber benannte. Dies ist das Dorf Shimotsuki, aus welchem zufälligerweise Zoro stammt. Und hier möchte ich mal die Theorie anbringen, dass Kushiro ein Nachfahre, vermutlich sogar der Sohn dieses Schwertschmiedes ist. Würde erklären, wieso Kushiro, ich finde diese zwei Namen verwechsel ich jedes Mal, warum Kushiro solche Verbindungen zu Wano Kuni hat und wieso er im Besitz des Schwertes Wado Ichimonji war. Zudem ist der Originalname des Shimotsukis Kusaburo mit dem Kanji Sabu für 3. Bei Kushiro ist der Kanji Ji für 4 da. Was eine weitere Verbindung zwischen den zwei sein könnte. Ein kleiner Hinweis seitens Odas. 3 für den Vater und 4 für den Sohn. Der Tengu erzählt auch, dass er Enmas Rang erhöhen kann, also Zoro in dem Fall, wenn dieser es schafft, das Enma zu einem Black Blade zu machen. Und dies bestätigt meine Theorie, dass Schwerter aufsteigen können, wenn sie ein Black Blade werden. Somit könnte auch das Wado Ichimonji noch ein Drachenschwert sein. Das weiße Schwert mit der schwarzen Klinge. Ruffy währenddessen sieht so aus, als hätte er das Rüstungshaki gemeistert, was extrem schnell ist, aber Oda möchte die Story wohl einfach mittlerweile vorantragen. Orochi währenddessen hat den Zettel von Yasui in der Hand und kann den Plan der Allianz entschlüsseln. Und hier ist wieder das Thema mit dem Verräter. Woher hat er jetzt diesen Zettel? Ich meine, klar, irgendeiner seiner Leute könnte den Zettel irgendeinem Samurai abgenommen haben. Orochi entschlüsselt diesen, weil er halt auch eben diesen Code kennt. Und das war's. Aber diese Theorie mit dem Verräter macht da schon deutlich mehr Sinn. Und da bringe ich wieder Carrot ins Spiel. Wo war sie die letzte Zeit? Wir haben sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Und warum diese Theorie überhaupt aufkam, dass Carrot möglicherweise dieser Verräter sein könnte, liegt an dem Databook V-Ricard. Und zwar jede Fraktion hat so seine eigene Seitenfarbe im Databook.
Die Kaido-Bande war so ein dunkles Grün, die Minks waren so ein hellgrün. Und nur Carrots Karte war weder dunkelgrün noch so hellgrün, sondern genau mittendrin von der Farbkombination her. Und da ist halt die Frage, okay, wieso war sie jetzt nicht einfach nur bei den Minks, bei den Strohhüten zum Beispiel, aber auch nicht bei der Kaido-Bande? Es könnte sein, dass Oda damit einfach anzeigen wollte, dass sie eben zu beiden Fraktionen gehört. Sie ist ein Mink. Aber sie arbeitet heimlich für die Kaido-Bande und deswegen diese gemischte Farbe. Naja, sind wir mal gespannt. Auch Law wird kurz gezeigt, aber ja, war jetzt nichts Atemberaubendes. Und das war's auch erstmal im Grunde von dem Kapitel. Ende von Akt 2. Wie hat euch das Kapitel gefallen und was haltet ihr vom Schwert Enma? Ich meine, es hat einfach mal komplett die ganze Küste zerschnitten und ist nur ein Königsschwert. Was können denn Drachenschwerter? What the fuck, was für Fähigkeiten haben Schwerter in One Piece denn noch? Naja, schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir wie immer mit einem Like und einem kleinen Klick auf dem Abo-Button, um kein Video in Zukunft mehr zu verpassen. Um ebenfalls auch weiterhin kein Video zu verpassen zu können, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar habe ich eine eigene Facebook-Gruppe, welche sich, ha, wer hätte es erwartet, Facefall TV nennt. Der könnt ihr gerne joinen, dort werde ich immer mal wieder meine Videos posten und hin und wieder auch mal anderen Quatsch. Deswegen seid gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Jetzt beschäftige ich mich weiter mit meinem Greenscreen, damit ihr in Zukunft bessere Livestreams, bessere Videos und auch mal mit meinem Face, ha, wenn ich schon Facefall TV heiße, zu sehen bekommt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch, wie immer, viel Spaß, oh yeah, und haut rein, ciao. Ich bin Michael Jackson.